Guten Morgen, Klaas. Ausgeschlafen? Ja. Das ist ganz schön, hat ganz schön geknatscht und alles so. Ja, da war Dominik die ganze Zeit. Hm. Der hat sich rumgeworfen, als ob irgendwie im Krieg er an die Schützengräben springen müssen. Bei euch? Auch gut. Klasse. Die Frau hat heute geschnarcht. Ach, das war nur kurz. Komm. Und der Max, den habe ich irgendwann mal gehabt, der hat sich Ohrenstopfen, glaube ich, reingemacht. Morgen. Morgen. Heute wird herrliches Wetter, hat er gesagt. Und sieht man auch schon. Und schön achten, es bringt nichts, wenn einer gleich am Anfang jetzt einen Fuß vertritt, gell? Ja. Mach das am Ende. Genau. Scheißegal, wie lange wir schon gelaufen. Ja. Das ist der Hammer da drin. Ich pinkel mal hier. Es sind nur noch 6 Stunden und 50 Minuten. Oh, dann geht's doch. Ohne Pause. Dominik! Maxi! Du machst es hervorragend. Ambitionierte Alpinisten, ne? War nicht ohne, oder? Geh weiter, die Alte regt mich auf. Getrennt. Jetzt wieder. Meine. Wie jedes Jahr. Das stellen wir aber diesmal ins Internet. Da schmeckt's. Eine an. Oh, Klaus! Ja, das war jetzt aber der Yeti. Oh, das ist so der Yeti. Guck mal, Papa. Eine Almwirtschaft zu betreiben. Hi.
Auf Kugelhochstraße, genau. Ach, hier im Gewaltfeld meinst du? Ja. Das weiß ich auch nicht, warum. Das kann zwar sein. Nee, so weit hört man sie. Doch, das kann sein. Na, wenn das hier schallt. Gut, das ist auch noch nicht wissen. So, jetzt Sachen anpassen. Oh, das ist... Warte, Papa! Warte! Da ganz ruhig. Bitte immer schön... Warte! Es geht nicht. Max, es geht hier oben lang. Wenn es nicht geht, ich gehe dann an alles. Wir konnten aber nicht auf. Warte, ich komme mit. Das ist brutal! Jetzt lass mal das ist ganz viel Kacke. Baumeln, so wir wollen jetzt da rüber. Genau, das essen. Zeigt dir den Weg selber. Marmorkuchen, wenn es genau gibt. Also zur Hütte. Ich bin so richtig Hunger, ich wollte auch. Also aus Natur gemacht und wenn man das sieht, da ist dann so wie so ein Becken und dann läuft das wieder runter. Das ist echt gut gemacht. Und vielleicht noch mal kurz einen Schwenk für die Mamas Bad. Damit sie wissen, letztes Mal haben wir gesagt, dass wir sie nie gemacht haben. Das haben wir gemacht. Ihr glaubt es nicht, oder? Wir glauben es auch nicht. Das ist jetzt alles auf den Sack. Ab. Oh, das haben wir geschafft. So, jetzt fahren wir noch unser Schwit mit Eintritt ins Wellnessbereich im Innenpool. Ja. Mal gucken. Bist du müde? Ja. Das ist schon Gras. Wir sind gerade eben, wie heißt das nochmal? Karwendelhütte? Nee, wie heißt das? Karwendelhaus! Karwendelhaus! Sind wir gerade eben. Und da ist eine ziemliche Stolperfalle, da gerade eben Max runtergefallen, falls drüber geflogen ist oder drüber geflogen ist. Meine Füße tun mir sehr weh. Ich habe gerade eine Blase entdeckt. Aber echt? Sonst war der Tag eigentlich ganz gut. Der Tag war schon spannend und. Das war eigentlich super der Tag. War halt anstrengend, aber war auch super. Ich fand, der Tag ist ganz lustig gewesen, bis dann auf so die Grollfelder und dann so. Die erzählen alles was. Es war nämlich ganz schön nie so. Erzähl mal, Papa. Spaßig, oder? Spaßig. Was auch immer. Ein Klettersteig, der ganz schön gerade hoch ging. Was wir nie gedacht hatten. Oh, guck mal, Tatsen gesagt, da warte mal. Wo ist denn Jane? Im JNV, es ging dann auch wieder stau runter, eine ganze Weile. Nach 7 Stunden ist man dann doch schon ein bisschen müde, das war nie so schön. Es war das Monster-Tour, das härteste, brutalste, mit Abstand gefährlichste, was ich in meinem Leben jemals gemacht habe. Das ist eine Herausforderung für nächstes Jahr. Ich gebe zu, ich habe gestern auch im Reiseführer gelesen und ich habe es anders gedeutet. Also, es war der Oberhammer. Und jetzt gibt's Spaghetti Bolognese, und Bier und... Noch mehr Bier! Ich werde diskriminiert. Rothaut. Ja, aber bleib jetzt sitzen. Gell? Bleibst du mal sitzen, bis es aus. Ich esse jetzt Spaghetti Bolognese und habe dazu in allem Bier. Mein Kakao. Ich esse das gleiche mit dem Skiwasser. Schmeckt so gut.